Wenn wir Data Science machen, dann heißt es eigentlich, wir nehmen eine Datenbank und manipulieren die gesamten Daten da drin, holen Daten raus, die uns interessieren, fassen die neu zusammen, machen Berechnungen, bereiten die für Plots, Visualisierung vor und so weiter. Und dafür gibt es eine sehr schöne Befehlsbibliothek, die nennt sich Pandas, keine Ahnung warum, aber selbstverständlich werden hier keine, kommen hier keine Tiere zu Schaden. Und wir importieren nur diese Bibliothek Pandas und die wird immer genannt PD. Das machen wir hier einmal. Jetzt haben wir es importiert. Und dann habe ich hier einen kleinen Beispieldatensatz vorbereitet mit hier ein paar Mineralen, Anzahl von Sauerstoffen, Probennamen, Oxidkonzentration, hier hinten noch Kationkonzentration. Der ist Mineral Data und liegt in diesem Ordner Data und den importiere ich jetzt als erstes Mal, beziehungsweise lese den ein. Das geht bei Pandas mit PD Read Excel. Also da könnt ihr statt Excel könnt ihr auch stehen CSV oder Text oder sonst irgendwas. Hier wird nur einfach angeben, welches Format eingelesen werden soll. Und dann ist es im Ordner Data und heißt Mineral Data.xlsx. Dann leitet es rein. Und da sieht man schon, dass man hier eine sehr schön formatierte Tabelle bekommt. Man sieht aber auch, dass hier so ein paar zusätzliche Sachen sind. Vor allem hier vorne, diese Spalte mit den Zahlen, die ist hier nicht drin in der Datei. Die macht Pandas automatisch rein, denn es wird in einem bestimmten Format eingelesen und das nennt sich in Pandas Data Frame. Und deshalb steht hier vorne auch oftmals ein DF, wenn man sich das irgendwo auf Hilfeseiten anguckt, für eben Data Frame. Wenn ich es jetzt ausführe, weil das jetzt eine Zuordnung ist, wird hier nichts mehr ausgegeben. Das heißt, ich muss hier jetzt ein DF hinschreiben und dann sehe ich hier diese Tabelle. Dann sieht man auch noch, dass hier oben eine Überschrift ist. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil hier zufällig eine ist, sondern weil die auch in der ersten Zeile steht. Wäre hier eine Leerzeile, dann wird es Probleme geben. Also ich kann es ja mal spaßeshalber machen. Ich mache hier einfach mal eine Zeile rein, speichere das mal, lade das Ganze und dann kriegen wir hier Probleme, weil jetzt hier diese, was jetzt hier die zweite Zeile ist, wird jetzt als einen Datensatz betrachtet und nicht mehr als eben die Kategorien. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass das hier nicht irgendwie leer ist, sondern dass man hier wirklich bei der ersten anfängt, wenn man Excel benutzt dafür. So, und dann passt es wieder. Also das hier oben sind wirklich die Kategorien. Und das ist auch wichtig, das braucht man später. Was man jetzt aber auch sieht, hier steht irgendwas von unnamed. Dann sieht man hier so ein paar Punkte. Und dann steht hier unten noch ein Total.1. Jetzt wollen wir uns erstmal kurz um die Punkte hier kümmern. Automatisch werden hier nicht alle Zeilen und alle Spalten dargestellt. Bei Zeilen reicht das Ganze jetzt hier gerade. Wenn es sehr lange wäre, würde es hier auch irgendwo solche Punkte geben. Aber Spalten sind hier irgendwie zu viel. Jetzt wollen wir vielleicht mal als erstes wissen, wie groß das Ganze ist. Und das kann man hier unten schon sehen, 25 mal 29. Man kann es aber auch mit dem Befehl machen, wenn man hier hinschreibt, Punkt Shape, einfach nur Shape ohne Klammer oder sowas, führt es aus. Und dann sieht man 25, das sind es, glaube ich, 25 Spalten und 29 Zeilen. Sieht man es da unten, können Sie sich fragen, warum gucke ich mir das hier jetzt dann überhaupt an? Ist so ein bisschen unnötig, komme ich gleich drauf. So, ich mache das mal nochmal kurz weg oder ich mache es mal kurz so, Shape und mache das Ganze in einen Print rein. Dann sehen wir das immer. Und ich kann hier nochmal die Tabelle haben und habe jetzt hier die 25 Zeilen, 29 Spalten. Und jetzt würde ich gerne alle Spalten sehen. Und was man dafür machen kann, ist, dass man hier eine Option setzt, die nennt sich PD Set Option und dann in Display Max Columns, Komma und dann gibt man hier eine Zahl an, zum Beispiel, jetzt sieht man hier, dass es 29 hin, schreibt man 29. Und dann werden, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwo was vertippt. Muss ich mal kurz gucken. PD Set Option Display. Ah, das hier muss in, sorry, das muss hier in Anführungsstrichen Max Columns und dann sieht man jetzt alle Spalten. So, jetzt denkt man sich immer so ein bisschen, da muss ich ganz schön viel merken und so weiter. Das kann ich mir nie alles merken. Muss man nicht, sondern man kann diese Sachen natürlich sich irgendwo hinkopieren, in eine Datei rein, wo man das dann immer einfach rauskopieren kann. Und wenn man das dann fünfmal gemacht hat, spätestens dann hat man es sich gemerkt.
So, jetzt steht hier hinten diese 29 und irgendwie, wenn ich jetzt das Neues reinlade, dann hat es vielleicht ein paar mehr Spalten oder sonst irgendwas, oder ich muss zumindest jetzt hier, muss jetzt mit df.shape die Anzahl der Spalten rausfinden, ist irgendwie bekloppt. Was ich hier machen kann, ist, dass ich mit diesem einen Befehl, so ein Part-Befehl, ich mache den mal kurz hier drunter, df und dann shape, und dann bekomme ich hier eine Liste mit 25, 29. Und wenn ich jetzt hier eine eckige Klammer mache und schreibe hin 0, bekomme ich das erste Element, also 25. Und wenn ich hier hinschreibe 1, bekomme ich aus dieser Liste das zweite Element, also 29. Das heißt, ich kann einfach das hier nehmen, dieses, oder ich schreibe es nochmal hin, ich schreibe einfach hier ein df, shape und dann 1 und dann bekomme ich diese 29 und dann passt es auch. Jetzt brauche ich das hier auch nicht mehr. Und in dem Moment heißt es, wenn ich das in der Form schreibe, habe ich immer genau die richtige Anzahl an Spalten. Und das gleiche könnte ich auch machen für Rows statt Columns. Und dann mache ich hier eine 0 rein und dann kann man das auch umdrehen. So. Und dann hätte man immer die richtige Anzahl von Spalten und Zeilen, würde die gesamte Tabelle sehen, falls man das möchte. Bei manchen Tabellen will man es gar nicht, die sind so riesig, das bringt gar nichts. Aber man möchte vielleicht immer hier oben diese Titel sehen, weil die braucht man ja vielleicht, die Kategoriennamen. Das geht auch. Dafür schreibt man hin df.columns und dann kriegt man hier diese Titelnamen. Das ist auch ein sehr hilfreicher Befehl, deshalb schreiben wir mal hier dazu mit print, dass wir immer auch diese Titel von den Columns, die sehen. Und jetzt wollen wir, jedes Mal, wenn ich das ausführe, lade ich ja diese Datei. Das will ich jetzt nicht, deshalb lasse ich es mal dabei und schreibe hier nochmal dieses df hin, um die Tabelle zu sehen. Und jetzt hat mir gesehen, also jetzt sehen wir erstmal die Tabelle, alles wunderbar. Dann hat mir gesehen, hier oben steht unnamed, hier steht total und da hinten steht nochmal total und hier steht nochmal unnamed. Woher kommt das jetzt? Und offenbar haben wir hier vergessen, dieser Spalte einen Namen zu geben, aber dieses DataFrame von Pandas ist schlau genug programmiert, dass es dann dort etwas ausfüllt und hier einfach nur einen Fehler gibt. Und 2 heißt dann Spalte 2, weil es fängt an bei 0 zu zählen, also 0, 1, 2. Und dann, wenn ich hier weiterzähle, werde ich sehen, dass das hier die Spalte 16 ist. Und deshalb steht hier annehmend Spalte 16. Aber ich kann auch hier einfach Sample reinschreiben. Dann mache ich diese Leerspalte hier raus, braucht man auch nicht wirklich. Und dann mache ich hier bei Total, schreibe ich in Total Oxide. Und es ist mal breit, dass man auch sieht. Und hier hinten schreibe ich hin Total Cations. So, das ist jetzt ein Plural, dann mache ich hier auch ein Plural. Dann speichere ich das Ganze, lade das hier nochmal rein. So, und jetzt haben wir hier kein Problem. Jetzt steht hier Sample, hier steht Total Oxides. Und hier steht Total Cut 1. Also man sieht, dass wenn man das Ganze trotzdem reinlädt und der Cleanup von den Daten ist noch nicht ganz erfolgt, dann kann man es hier noch sehen und kann es dann auch im Nachhinein nochmal korrigieren. So, jetzt wollen wir ein klein bisschen was machen, nur eine winzige Einführung, um mal zu sehen, was dann möglich ist. Angenommen, wir wollen jetzt die Spalte nur Silizium haben, dann geben wir hier schlicht ein SiO2 mit eckigen Klammern. Dann wird nur die SiO2-Spalte hier rausgeholt und dann haben wir die da. Und das ist jetzt alles SiO2. Das Ganze geht natürlich auch für MGO. Und wenn wir jetzt nicht mehr wissen, wie die ganzen Kategoriennamen heißen, die haben wir ja hier oben. Da können wir einfach nachgucken. Also können wir gucken Aluminium und dann kriegen wir hier die ganzen Aluminiumwerte. Und das ist dann schon mal extrem praktisch. Was man auch machen kann, vielleicht möchte ich wissen, welche Minerale sind da drin. Also es gibt ja Mineral und dann sehe ich die ganzen Minerale. Jetzt ist es ein bisschen doof, jetzt steht hier mehrfach Olivin und Clinopyroxen und so weiter. Ich will ja nur wissen, welche Minerale sind drin und nicht die ganze Liste hier haben. Deshalb kann ich hinten mit einem Befehl dran machen, der angewendet werden soll. Drop Duplicates. Und jetzt werden nur die Minerale, und jetzt werden alle Duplikate werden rausgelöscht und jetzt sehe ich wirklich eine Liste mit nur den Mineralen. Und das ist jetzt schon mal sehr praktisch. Wenn ich jetzt wirklich eine Tabelle habe oder eine Datenbank mit 20.000 Daten drin und möchte nur wissen, welche Minerale sind drin, dann habe ich das hier extrem schnell gemacht. Ja, im Grunde genommen würde es reichen, wenn ich Import mache, die Datei einlese und diese Zeit habe ich mit 3 Programmierzeilen, habe ich die Liste der Minerale in dieser
Tabelle hier herausgeholt. Und als eine vielleicht letzte Sache noch, als für die kleine Einführung, wenn ich jetzt hier MGO mir anschaue und ich möchte vielleicht nur MGO-Werte, die größer sind als 50, dann schreibe ich hinten größer 50 und dann bekomme ich erstmals eine Liste mit wahr und falsch. Und das hier, was ich hier erzeugt habe, nennt sich dann ein Filter. Deshalb schreibe ich immerhin Filter. Und dann wende ich diesen Filter an auf wieder diesen Data Frame. Und dann bekomme ich die Liste raus, oder beziehungsweise dann bekomme ich nur die Datensätze raus, in denen Magnesium, das ist hier, größer als 50 ist. Was natürlich extrem praktisch ist. Nur falls man es ausprobieren möchte, man kann auch hier mit und eine weitere Bedingung dazu schreiben. Also vielleicht soll es auch noch gleichzeitig kleiner sein als, müssen wir hier gucken, kleiner als, sag mal 55, dann wird es nicht so funktionieren. Dann muss man die Sachen hier in Klammern setzen in Runde. Das ist diese Punkt vor Strich regeln, Strich vor Punkt. Und jetzt kriegt man die Daten, wo Magnesium größer 50, kleiner 55 ist. Natürlich muss ich das nicht mit nur Magnesium machen, sondern ich kann auch sagen, hier steht Aluminium drin oder sonst irgendwas. Also hier kann man anfangen zu filtern, wie verrückt. Aber das soll jetzt mal als erste Einführung reichen.